Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Path of Exile hier aus DGAM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist die Hexe Dezimal, aka Thompson. Servus. Servus. So, wir sind jetzt in der Menagerie, wenn ich das richtig ausspreche, ne? Und werden dort gegen den... Nein, das spreche ich nicht aus. Sandspucker kämpfen. Kreikisischer. Ich hab's versucht. Okay, also wir werden das jetzt mal anfertigen hier. Zack. Und dann geht das los. Und wir müssen immer hier ein bisschen mit Q drücken. Hoppala. Mal ein bisschen AOE-Schaden machen, so ein bisschen was hin und her bomben hier. Wo ist denn unser lieber Gegner überhaupt? Hoppala. Das tut ja wie ein bisschen weh. Haben wir irgendwelche Typen um uns? Nee, ne? Das ist nur der. Oh, jetzt haben wir wieder Typen um uns. Warte, dann machen wir ein bisschen AOE hier. Wenn die kleinen Viecher alle loswerden. Oh. Was haut mich denn da? Was ist denn das hier mal? Irgendwas kommt immer aus der Erde raus, was mich haut. Komm mal, ein bisschen Feuerschaden noch. Ist er hin? Irgendwas ist hier noch. Er ist noch ein bisschen unter der Erde. Wo kommt der denn hoch? Das soll ich doch mal zeigen hier. Was ist das für ein Quatsch? Hoppala, jetzt hat er mir mal eine verpettet. Das ist ja fies. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie da wird mir keine Hitbox angezeigt. Also hier hinten drin steht noch irgend so ein Gebrüll. Da gehe ich jetzt mal drauf. Mein Mana ist gone. So, das ist down. Alles klar. Das war's dann wohl. So, jetzt habe ich hier eine Veränderungssphäre. So, und dann brauche ich irgendeine beliebige Kreatur Stufe 20. Kann ich mir die auswählen? Ach, du ahnst das nicht. Da gibt es ja alles mögliche. Bestiarium. Höhlen. Insekten. Aha. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir gehen dann in deine Menagerie und machen das gleiche nochmal. Aber wir können jetzt mit dir einfach weitermachen. Nee, da gibt's nichts. Ich kann nichts mehr weitermachen. Wieso? Weil ich nichts weiter machen kann. Hab übrigens nichts gesehen, was ich da machen kann. Wir können ja bei dir mal weiter gucken, wie das da läuft. Geh mal in deine. Dann komme ich mal zu dir und bring mal das Vieh auch nochmal um. Was soll mal so eine Veränderungsrune? Eine Verbindungsrune, was war das? So, da sind wir da. Machen wir die Aura noch mit an, dass wir noch ein bisschen verschärften Kälteschaden machen. Ich bin ready when you are. Ich glaube, mit beiden an geht meine Mana echt relativ fix runter hier. Ist das Vieh nur endlich tot hier? Wo ist es denn? Okay. Schneller. Ja, irgendwie. Aber ich glaube, das ist echt zu viel, was ich denn verbrauche. An Mana die ganze Zeit. So, dann gehen wir mal fix zurück. An unsere Kiste. Im, nee, Akt 3, dahin. Fix und Foxy. Fix und Foxy, genau die beiden. Diese beiden, diese treiben die, die machen ja auch irgendwie Unfug, ne, die ganze Zeit. So, dann habe ich schon 6 Stück von den Dingern. Könnte ich eigentlich mal... Vielleicht muss ich was ändern, naja gut. So, und dann gehen wir wohin? Warte mal, wir haben ja doch bestimmt irgendwelche Quests hier. Optional, reist nach die Kanalisation. Das wäre dort.
Der Gremlin-König ist da hinten, oder Gemling, und die rechte Hand abtrennen ist da hinten. Und Labyrinth des Herrschers, wo ist das? Sehe ich nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen Victorias Geheimnis optional, reißt nach die Kanalisation. Ja. Alles klar. Ich bin da mal da. Du auch anscheinend. So, dann wollen wir losgehen hier. Kanalisation. Irgendein Geheimnis sollen wir hier lüften. Upsala. Im Übrigen, wir haben ich habe die Netzwerkeinstellung geändert und seitdem klappt es einigermaßen auch mit dem Zocken, ohne dass es hier so. Was ist denn die Dentrolle für dich? Ruckelt. Also von daher, da scheint irgendwas zu klappen. Ups, was ist da runtergefallen? Komisch angehört. Uiuiui. Eine Büste. So, sucht nach dritten Platinbüste. Also eine dritte müssen wir noch finden. Was war denn eigentlich für ein Bogen, den du da gefunden hast? Das war ein Köcher. Achso, ein Köcher. Irgendwas Besonderes da dran? 1 bis 4 physischen Schaden und der Rest ist noch nicht. Achso. Ja, müssen wir mal gucken. Noch eine Büste. Haben wir jetzt alle drei? Bringt die Büsten zu Dingenskirchens. Ach, guck mal. Reißt ins Lager zurück. Das war ja einfach jetzt. Willst du hier noch großartig was erkunden? Weil ich glaube, mit der Quest sind wir durch, die wir hier haben. Aber wir müssen hier von hier aus kommen, glaube ich, noch in die anderen Gebiete irgendwo, ne? Ach, guck mal, hier ist ja auch so ein Transporter oder irgend so was. Ach, hier so eine Stadt ist hier wieder so ein Dingenskirchens. Oh, erstmal das Tor kaputt machen hier. Die haut jetzt immer mehr auf mich ein. Warte mal, ich muss mal weg hier. Wo bist du? Oh! Hoppala! Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wo bist denn du? Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Da bin ich einfach weggestorben. Entschuldigung. Da war irgendwas richtig bitterböse mit einem Schlag oder so. Irgendwas war komisch. Ja, der Tanner Jorgen. Ich hier fest. Die Wieder sind alle schon kaputt? Ich hab schon. Was ist das für ein Typ hier? Ich mich. Oh, da hast du ihn jetzt erlegt. Wer bist du denn? Komm her, du willst auch was Feuer haben. Ja, sag mal. Kannst du mit dem Typen mal anfangen oder soll ich? Ah, ich. You can starve the beast. Eine Magiertracht, ist das was für dich? Kannst du das gebrauchen? Aber du bist ja kein Magier, du bist ja eine Hexe, ne? Energieschild. Ein majestätischer Bogen. Hm. Leider Gottes nur grau. Ansonsten gar nicht mal so schlecht. Dem ist 41 Grundschaden. Wenn er
Wenn Blau kommt mit noch ein bisschen extra Schaden und so, dann könnte da richtig was gehen mit dem Ding. Könnte man Spaß mit haben. Da könnte man richtig Spaß mit haben. Was? Da unten lang. Wer ist er denn? Grausamer Beiser, der Grausame. Warum? Also, ich weiß gar nicht, wer die Namen hier mal. Das ist ja grausamer Beiser, der Grausame. Na toll. Da war ja beinahe richtig kreativ. Ich glaube, jetzt haben wir fast alles. Oben ist vielleicht noch ein Stück. Ja. Ah, und neben dem. Ja. Da ist irgendwas, was mit so einem komischen Symbol markiert ist. Was ist denn das jetzt hier wieder? Level up. Der hat aber auch nicht was fallen lassen. Saphirring, Kältewiderstand, Durchmesser. Wurmschild. Brauchst du so ein Schild? Nicht. Kettenrüstung, Panzerung. Na gut, ich habe noch wesentlich mehr. Erfordert 43 Strength. Da kann ich glaube ich Stärke, aber nicht so viel. Ich nehme das Dolchmesser mit und den Saphirring, so. Willst du die Rüstung mitnehmen? Soll ich sie mitnehmen? Na dann komm, nehme ich sie erstmal mit. Haben wir hier noch? Passt. So, gucken wir mal, was da oben mit diesem komischen, bei dieser komischen Lilie ist. Waffe beseelen. Kurz mitnehmen, Waffe beseelen? Ah ja, will er mitnehmen. Hoppala, eine Aufwertungsvier und eine Portalrolle. Versteckter Kanal ist hier, okay. Kanal fatal. Scharlachrotes Gewand. Das Scharlachrot heißt nicht nie ein Film oder sowas, irgendwie mit Scharlachrot. So ein ganz komischer Film ist das, glaube ich. Irgendwo mit Scharlachrote irgendwas. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier hinten geht's noch wohin? Oder willst du erstmal in den Kanal rein da? Hä? Ist alles recht. Willst du erstmal in den Kanal da rein, in diesem Verstecken, oder? Machen wir erstmal hier alles. Okay. Hier geht's zum Marktplatz. Okay. Müssen wir da hin? Glaube nicht. Komm mal kurz raus, oder? Ja, komm mal kurz raus. Betrete der Marktplatz. Was ist er denn? Nee, ne? Wirken irgendwie alles andere als brauchbar. So. Achso. Waren schon tot. Entschuldigung. Immer diese Leichenflatterei. Blitzt aber auch immer alles gleich tot, ne? Also das ist ja wirklich fürchterlich. Was ist denn mit dir los? Erhöhter kritischer Trefferschaden. Was ist das? Ne, was? Unterstützung. Erhöhter kritischer Trefferschaden. Ja, nehm ich. Muss hier gerade bloß einen anzünden hier, der aufhört mich zu hauen. Grässliches Kreischen, keine Ahnung, ich glaube, der nimmt keinen Feuerschaden. Muss ihn einfrieren. War nicht mal so weit weg von dir. Wilderer Gewand, okay.
Eine Festtagsmaske. 77 auswerten und 16 Energieschild. Wie viel Messer? Was holst du mir? Da. Erhöhter kritischer Trefferschaden, ja, das nehme ich. So, Stiefelmesser nehme ich dann auch mit. So. Wieder ein scharlachrotes Gewand. Irgendwas haben die damit hier. Soll man nicht drei Büßen sammeln? Ich habe plus zwei. Naja. Wurscht. Vielleicht hast du die dritte. Ein riesiges Mana-Fläschchen nehme ich mal mit. Hier hinten ist so ein komischer Schrein wieder, wo du ein bisschen... Nee, irgendwie extra Leben oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind wieder ein bisschen größer, ne? Irgendwie sind wir gerade wieder ein bisschen riesig. Stell dich mal neben mir mal, Bruder hier. Achso, bist du wieder am Kämpfen hier, warte. Naja, ein Foto mitten vom Kampf, so. Zeremonienstreitkolben. Oh hier, bewacht von drei Gruppen Monstern. Rüstungsschmiedetresor. War schon? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn, dann war hier irgendwie Scheiße drin, aber das ist ja nichts Besonderes, was hier liegt. Lass er nach. Da ist noch eine Truhe. Also wieder so eine Festung. Komm gleich. Ah ja, auf dem Weg befinden wir uns, okay. Wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem richtigen Weg sind wir schon mal. Was ist los? Oh, was ist jetzt los hier? So, machen wir erstmal hier drin alles kaputt. Ich. So, jetzt kann er erstmal machen, tun was er will hier. Janus Pilatus. Was? Ferrandus. Entschuldigung. Hoppala. Uiuiui, ich muss mal kurz mal rennen um mein Leben. So. So, geht wieder, ich komm wieder. Ich kann wieder antreten hier. Ja. Der macht die Geräusche. So, Janus ist tot. Machen wir mit ihm. Au. Oh, da fällt ja einiges raus. Onyx-Amulett. Was kann man damit machen? Majestätisch. Was? Aber nicht in Gelb, oder? Wo ist er denn majestätischer Bogen? Blau? Da, blau. Nehme ich mal mit. Oh, kann ich nicht mitnehmen. Inventar. Oh, das sieht aber auch wirklich wild durcheinander aus. Warte mal, packen wir das mal dahin, packen wir das mal dahin. Und packen wir das mal da, dann können wir das dahin packen und das können wir dahin packen, können wir das dahin packen. Und dann müsste der majestätische Bogen nicht reinpassen. Genau um ein Feld passt er nicht rein. Ach, was schmeiß ich denn da weg? Hast du in deinem Inventar Aufwertungssphären oder Veränderungssphären? Hast du Plattenschrott in deinem Inventar? Ja, Plattenschrott. Was? Ja. Da, nimm auf. So. Dann kann ich den majestätischen Bogen hier mitnehmen. So. Erfordert 95 Geschick. Hulla, die Waldfee. Sockelung passt schon mal so einigermaßen. Kann man ein bisschen was drauflegen? Ja. Muss ich ausprobieren nachher außerhalb, was er bringt. So, einen Stein haben wir hier noch.
Kann ich mal mitnehmen, so. Kann ich auch einen Bogen rausschmeißen noch. Gut. Sonst sieht man hier nichts mehr, ne? Was man nur bräuchte. Dann müsst ihr dem. Ach, Quatsch. Keine Sau. So. Das Einzige ist, das bringt aber manchmal interessanten Loot, ne? Diese komischen Typen ja. Hier. Da gehen wir mal wieder zurück und in dieses Deck oder Labyrinth oder was das war. Ja, wir können jetzt auch erstmal die Folge wenden. Ja. Wenn du Bock hast. Aber wir müssen von hier aus noch woanders hinkommen, ne? Laut Karte. Also wir müssten von hier aus noch irgendwo einen Weg woanders hinfinden. Also zwei Orte sogar. Hast du irgendwo noch offene Stellen auf der Karte? Oh ja, doch, da drüben ist noch jede Menge offen. Ja. Wer seid ihr denn? Hoppala. Weggesterpselt. Wir könnten auch nochmal zurück in die Stadt, ne? Das kann man durchaus auch nochmal erledigen. Falls wir einen Wegpunkt finden oder so. Hier ist auch nicht großartig was, außer der, ja. Hm. Da geht's nochmal wohin, aber ich glaube nicht weit, wa? Na, mal gucken. Hoppala, was ist hier los? Fangen die Statuen einfach an zu leben. Was soll denn das? Oh! Oh! Der tut ja richtig weh! Das ist ja mal gar nicht so gut. Was hat er geheißen? Ab Level 30 geht die Post ab. Ja, ja. Da oben ist ein Wegpunkt. Ja, hast du einen Tod alle oder wie? Es spawnen immer neue. Ting. Da ist ein Zauberstab. Spiralförmig. Hätte vielleicht nicht ganz so weit reinlaufen sollen. So, haben wir schon mal den Wegpunkt gefunden, das ist schon mal gut. Und hier oben geht's noch wohin wieder? In die Katakomben geht's da oben. Okay, hier kann man auch noch wieder wohin laufen. Ach, du ahnst es nicht. Vielleicht war ich einfach zu blau. Ich bin einfach reingelaufen, da hinten ist noch was mit dem Buch. Wollen wir erstmal den Wegpunkt nutzen? Ja. Dann mal zur Stadt, Inventar ausputzen. Ups, Folge beenden. Folge beenden, genau, das auch. So, wir werden uns im Lager jetzt ein bisschen um unser Inventar kümmern. Ich werde mal den neuen Bogen ein bisschen ausprobieren, gucken, was man damit so machen kann. Dann muss ich hier mal meine ganzen Gemmen hochstufen, was ich alles hochstufen kann. Und noch einen Levelpunkt, aber wenn ich den vergebe, dann sind wir wieder da. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn, tschüss. Achso, Thompson war auch da. Ja, genau. Genau der.